So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von GTA San Andreas Epic Real Life mit schlechten Nachrichten auf jeden Fall. Ihr seht, ich renne gerade als Zivilist rum. Kommen wir aber gleich zu. Ja, auf jeden Fall habe ich schlechte Nachrichten an euch. Ich bin halt nicht mehr in der SAPD. Ich weiß auch nicht warum. Habe ich nicht verstanden. Auf jeden Fall wurde ich gestern uninvited. Also, Grund habe ich jetzt keinen gekriegt. Der Grund war halt einfach, dass ich wegen einem neuen Konzept gekickt wurde. Finde ich sehr schade von so einer großen Leaderschaft, dass sie einfach User ihr aninviten, wo die dann sagen, ah oh, ne, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich hatte nicht mal eine Beschwerde oder so bekommen, dass ich so schlecht war oder so. Ich verstehe, ich bin nicht der beste Aimer, aber finde ich schade, dass sie mich einfach so kicken. Ja, aufgrund, ja, das ist auf jeden Fall so. Ich weiß momentan einfach ganz ehrlich nicht, was ich machen soll. Ob ich noch weiter an diesem Server ackern soll, ob ich noch irgendwo reingehen kann. FBI kann ich nicht rein. Sani kann ich nicht rein. SAPD kann ich nicht rein. Oam kann ich glaube ich auch nicht rein. Also ich denke mal so, mittlerweile habe ich überall sowas wie eine Fracksperre, weil es haben sich so viele Hater ja zusammengeschlossen, die haben einfach keinen Bock mehr auf mich. Da habe ich auch keinen Bock mehr darauf, weil ich weiß nicht, irgendwann ist mir das auch zu viel. Also ich glaube, ich habe mittlerweile schon so viele Hater, dass ich selber auch keine Lust mehr habe. Die haben es, glaube ich, die haben einfach ihr Ziel erreicht, glaube ich. Kann auch sein, dass ich jetzt einfach morgen oder übermorgen mit Epic einfach aufhöre und nicht mehr aufnehmen werde. Der Forum ist jetzt auch neu, finde ich irgendwie behindert, aber trotzdem. Ja, auf jeden Fall weiß ich gerade einfach nicht, was ich machen soll. Ob ich jetzt einfach nur weiter zocken soll oder ob ich jetzt einfach hier aufhören soll und irgendwann mal wieder vielleicht komme. Oder vielleicht ein anderer Server. Auf Real Life, ich weiß nicht. Also ich habe irgendwie keine Lust mehr. Ich wollte eigentlich einfach nur so ein bisschen Action haben. Kein DM-Frag, sondern sowas wie Hitman, Wheelman, SCP-D wäre mir dann schon cool. Finde ich aber schade, dass ich jetzt einfach uninvited wurde. Einfach mit einem Brief im CP, wo einfach drauf steht, wir wollen ein Konzert machen, deswegen wurden sie gekündigt. Finde ich echt schade. Ist ein bisschen egal, ich schalte lieber Maul. Und weil nachher kommen dann die ganzen Leute und machen dann einen auf. Ja, der hat Rufmord gemacht und kriegt dann noch einen Bann gedrückt. Aber auf jeden Fall, wenn ich mich entschieden habe, hier, aufzuhören, dann werde ich mal ein paar Sachen sagen, was von euch 90 oder 80% nicht Bescheid wissen. Da werde ich euch mal sagen, was so auf dem Server losgeht. Wer sowas hier macht, ja, und wie das hier so abläuft, dann wisst ihr mal vielleicht Bescheid, wie das hier so auf dem Server ist. Aber ich sag mal so, bis dahin werde ich mal die Klappe halten, weil ich denke mal, nach diesen Infos werde ich sowieso gesperrt. Deswegen schauen wir mal halt, was wir machen werden. Ich weiß ja, also wenn ihr auf jeden Fall noch weitere Let's Plays wollt, wo ihr sagt, ist egal, ich guck trotzdem, auch wenn du Zivilist bist, oder wenn ihr Vorschläge habt, wie ich wo reinkommen kann oder so, und dann sagt Bescheid. Wenn ich noch irgendwo reinkomme, will ich vielleicht eventuell zocken, aber so jetzt als Zivi bockt das nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich habe genug Geld. Ich sag mal, was heißt genug? Ich hab Geld halt, ne? Die 100.000 reicht für mich für die nächsten 2 Jahre. Jobben will ich nicht. SDM schieben auch nicht. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ob ich irgendwas Neues ausprobieren soll. Ich weiß, ich war letztens auf dem DayZ GTA Server. Der war schon geil. Ob ich da anfangen soll oder hier was machen weiter soll. Ich weiß einfach nicht genau. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr da denkt. Und dann werden wir mal gucken. Dann regelt sich das auch. Müsst ihr mir halt einfach nur Bescheid sagen, wie es so läuft. Dann mache ich da was. Aber wenn ihr wollt, dass ich da noch weitermache, dann schreibt mir das bitte unter die Kommentare oder am neuen Forum da. Heiße ich jetzt Young Wayne? Da könnt ihr dann einfach sagen, ja, Young, mach weiter. Oder nein, Young, verpiss dich. Ist auf euch gestellt. Ich bin auf jeden Fall gerade heiser, tut mir leid. Ja, aber bin halt ein bisschen sauer, ein bisschen enttäuscht vom Server, dass ich dann halt einfach gekickt werde. Mit keinem Grund. Also der Grund hat mich am meisten geärgert. Würde ich verstehen, wenn die sagen würden, ja, stirbst du oft, bist schlecht. Würde ich sagen, würde ich mir annehmen, weißt du, würde ich sagen, okay, aber dass ich da einfach so aus dem Server, also was halt aus dem Team rausfliege mit einem grundneuen Konzept, verstehe ich nicht. Persönlich verstehe ich das nicht. Ja, aber auf jeden Fall, wird das eine ganz kurze Folge jetzt sein, so eine kleine. Ich dachte, ich nenne die jetzt nicht Let's Play-Folge, ich nenne die trotzdem Let's Play, aber das wird kein Let's Play. Na, mal so kurz Bescheid sagen, was so gerade bei mir läuft. Wenn ihr auf jeden Fall sagt, ja, Young spielt weiter, mache ich, wenn nicht, dann nicht, dann gehe ich weg. Dann lohnt sich das irgendwie sowieso nicht mehr hier auf dem Server zu spielen. Gibt ja genug andere L-Player. Da könnt ihr dann mit denen irgendwie was machen.
Ich bin dann aber auf jeden Fall dann vielleicht weg. Dann könnt ihr euch dann auf jeden Fall freuen. Könnt ihr dann auch zu Hause auf den Tischen tanzen. Young ist weg. Keine Ahnung, was ich schlechtes an den Usern hier in der PG getan habe, dass ich so aus Frax und sowas fliege und so ein Frax-Sperren bekomme. Weiß ich nicht, woran das liegt. Aber ich denke mal, alle Leute, die mich hier abonniert haben und bei mir auf die Videos gucken können, wissen die auf jeden Fall, wie nett ich ja, wenn ich auf dem Server bin. Ich bin so einer, der hat schon über 1,567 Millionen verschenkt. Habe selber 100.000 in der Tasche, gebe immer 90.000 an andere Leute. Weil die mir dann irgendwie leid tun und sowas, die dann irgendwie gumgammeln oder von ihren Eltern Geld klauen, damit sie sich irgendwie Gutscheine kaufen können, damit die sich dann damit irgendwie was leisten können. Weil solche Leute mir leid tun, habe ich ihnen immer Geld geschenkt, aber jetzt ist das wohl so weit gegangen, dass die mich dann so viel hassen, dass ich dann nirgendwo mehr reinkomme, aber kein Bock mehr neue Identität wechseln oder so. Durch YouTube erkennt man das ja sowieso durch die Stimme. Auf jeden Fall bin ich dann weg, Leute. Ja, was heißt weg? Voraussichtlich noch da, aber könnte eventuell weggehen, hängt von euch ab. Entscheidet euch dann mal auf jeden Fall. Bin dann mal bis nächstes Video mal weg. Dann sage ich euch nächstes Video Bescheid, ob ich noch da bin oder nicht. Dann sehen wir uns auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal für die ganzen Leute, die seit knapp, ich will nicht lügen, aber knapp 6 Monate oder so 5 Monate hier bei mir im LP mitgeguckt haben, die immer mit dabei waren, die dann gesagt haben, ah, guck mal, der Young macht viel gute Videos. Allgemein, also vielen Dank an die ganzen Anfang, an die ganzen Leute, die mir dann geholfen haben. Eigentlich will ich jetzt gerade einen Namen sagen, der mir am Anfang geholfen hat, aber der mir die letzten Wochen so krass beleidigt hat und so, will ich jetzt nicht sagen, damit ihr noch kein Promo wegen mir bekommt. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, besonders an Christian Wayne. Allgemein an die ganze Wayne-Organisation, die mir total geholfen haben. Christian Wayne, derjenige, der mich überhaupt dazu gebracht hat, RPG wieder zu spielen, aber ja, finde ich schade halt. Aber auf jeden Fall, danke an Christian. Auf jeden Fall, wenn ich irgendwann wieder spielen werde oder sowas, sage ich Bescheid. Oder allgemein halt, wenn ihr mir gesagt habt, dass ich spielen soll, mache ich weiter. Oder sagt mir mal, auf jeden Fall wäre es super, wenn ihr mir sagt, was ich machen sollte, was euch so interessiert. Sagt ihr mir dann einfach Bescheid. Aber wenn ich dann halt keinen Bock mehr habe und gehe, werde ich auf jeden Fall das Haus hier verkaufen und ein paar Sachen, andere Sachen auch, und das Geld dann mal bunkern. Kein Gewinnspiel, weil lohnt sich nicht. Aufgrund fühle ich mich sowieso jetzt gerade angepisst. Was bringt mir das, wenn ich ein Gewinnspiel mache und am Ende wieder beleidigt werde? Als Verräter, als Verräter wurde ich beleidigt. Was wurde ich noch als Untermensch? Wurde ich beleidigt? Von wem wurde ich noch beleidigt? Auf jeden Fall schon als Penner und so. Als Bastard und so. Schon öfters. Auf jeden Fall wie immer so Leute, die sich, die also die so Stock im Arsch haben und dann denken so, ah, schau mal, so, weißt du, der ist gut, mach ich den runter, aber ja, also vielleicht seid ihr mich dann bald los, auf jeden Fall bin ich dann weg. Den Interface und sowas, wenn ihr den braucht oder so, schreibt mir im Forum am besten Nachricht, in YouTube ist das ein bisschen schwer, Links zu veröffentlichen, ist ein bisschen kacke. Auf jeden Fall sagt ihr mir dann einfach Bescheid. Ich wünsche euch dann allen schönen Tag noch auf jeden Fall. Viel Spaß an die ganzen Leute, die noch Ferien haben. Bin dann auf jeden Fall erstmal im Ruhestand, ne? Sag mal so. Ich warte mal auf einfach auf eure Anfragen. Viel Spaß dann. Tschüss, Leute. Bye.